Wir sehen gerade eine Situation, in der die Weltwirtschaft sich von einer globalen Krise erholt. Wir sehen auch gleichzeitig, dass entwickelte Länder versuchen, die Wachstumsmotoren wieder anzuwerfen, während die Schwellenländer immer noch ein wichtiger Bestandteil der globalen Weltwirtschaft bleiben. In diesem Zusammenhang ist es sehr wichtig, die Produktivität, das produktive Potenzial der Länder hochzuhalten. Und der Bericht schaut sich gerade diejenigen Faktoren an, die dieses produktive Potenzial der Länder bestimmen und somit zu einem langfristigen, gesunden Wachstum beitragen. Dieses Jahr haben wir drei wichtige Ergebnisse, die aus dem Bericht hervorgehen. Zum Ersten stellt sich heraus, dass Innovation sowie starke Institutionen für die Wettbewerbsfähigkeit von großer und vielleicht auch immer größerer Bedeutung sind. Wir sehen das daran, dass die topplatzierten Länder, wie zum Beispiel die Schweiz, Finnland oder Singapur, sehr starke Innovationskapazität haben und auch eine sehr starke Institution zur Verfügung stellen. Unser zweites wesentliches Ergebnis ist, dass wir nach den Jahren, als kurzfristige Maßnahmen die Wirtschaftspolitik dominiert haben, jetzt zu einem neuen Ansatz übergehen müssen. Strukturelle Reformen werden wieder wichtig, um die Wachstumsmotoren anzuwerfen in den entwickelten Ländern und um in den Schwellenländern und Entwicklungsländern das langsam stagnierende Wachstum wieder in Schwung zu bringen. Das dritte Ergebnis ist, dass die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit eine Kooperation zwischen den verschiedenen Akteuren innerhalb einer Volkswirtschaft erfordert. Das heißt, sie brauchen eine Kooperation zwischen den Unternehmen, der politischen Seite und auch der Zivilgesellschaft, um nachhaltig die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Das Forum leistet einen Beitrag hierzu, indem es die sogenannten Competitiveness Labs ins Leben ruft. Diese Labs sind Projekte, die wir auf regionaler Ebene umsetzen, um diese drei Gruppen zusammenzubringen, um dann Prioritäten für die Wettbewerbsfähigkeit zu definieren. In Europa sehen wir, dass einige südeuropäische Länder ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern konnten. Insbesondere Spanien und Griechenland sehen wir Verbesserungen. Gleichzeitig verfestigt sich der Unterschied zwischen Nord und Süd. Das heißt, dass südeuropäische Länder weiter Anstrengungen unternehmen müssen, während auch nordeuropäische Länder ihre Wettbewerbsfähigkeit halten müssen. Ich denke da insbesondere an Frankreich, das dieses Jahr einige Plätze verloren hat. In Asien und in der Pazifikregion sehen wir ein sehr gemischtes Bild. Zum einen sehen wir einige Länder in den Top 10. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass einige Länder wie zum Beispiel Pakistan, Timor-Leste oder Nepal ganz unten im Ranking zu finden sind. Und wir sehen auch, dass einige asiatische Länder, Indonesien und die Philippinen zum Beispiel, unter den dynamischsten Ländern in Bezug auf Wettbewerbsfähigkeit sind. Das heißt, sie konnten sich sehr stark im Ranking dieses Jahr verbessern. Im Mittleren Osten und in Nordafrika sehen wir auch ein sehr gemischtes Bild. Einerseits sehen wir, dass die ölexportierenden Länder sich oben halten, relativ gut positioniert sind. Gleichzeitig sehen wir, dass die Länder in Nordafrika und in der Levant-Region weiterhin abfallen, aufgrund der Unruhen, die in diesen Ländern in den letzten Jahren beobachtet worden sind. In Lateinamerika sehen wir, dass die Länder trotz des gesunden Wirtschaftswachstums, das die Region in den letzten Jahren verzeichnen konnte, ihre Wettbewerbsfähigkeit nicht verbessern konnten. Dies gilt insbesondere für Brasilien, das um 8 Plätze dieses Jahr gefallen ist, aufgrund der vielen Schwierigkeiten, die beobachtet worden sind. In Afrika südlich der Sahara sehen wir auch ein sehr gemischtes Bild. Die meisten dieser Länder sind in der unteren Hälfte des Rankings zu finden, jenseits des 45. Platzes. Viele dieser Länder haben sehr große Schwierigkeiten, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und haben mit sehr, sehr großen Herausforderungen zu kämpfen.